Na, ihr Rallyes, moin moin, Scully der Rally grüßt euch und wir heißen euch, nein, ich alleine heiße euch willkommen zurück zu Portal Stories Mel. Wir haben beim letzten Mal eine instabile Kammer, die ein bisschen stressig war, aber eigentlich relativ einfach, hinter uns gebracht und schauen mal, was Virgil oder wie er heißt, uns heute zu sagen hat. Na? Virgil? Nix? Wow! Da geht was kaputt, würde ich mal vorsichtig sagen. Ich leb noch, Virgil. Alles gut. Naja, nicht ganz, aber ich leb noch. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Und wie, was muss ich jetzt machen? Muss ich hier jetzt runter, oder was? Hä, was sollen sie jetzt? Ah, das wollte ich. Doch, das ist gut. That explosion blew the whole toxic goo pump station apart. It's letting flood wars up. We gotta get out of here. It's not safe. Get through the control centers. There's a transition seal leading up to where I am. Hurry, before this whole place floods or comes down. Ja, wie denn? Soll ich hier lang, oder was? Ja, sieht gut aus. Warte, ja doch, alles noch im grünen Bereich. Alles noch im grünen Bereich. Ich habe übrigens gelesen, dass Mel... Übrigens wurde mir ja gesagt... Es ist unglaublich, dass ich nicht erkannt habe, dass Mel eine Frau ist, weil sie ja lackierte Nägel hat. Aber ich finde, ich hatte das tatsächlich sogar halb wahrgenommen, dass die Nägel eine gewisse Lackierung aufweisen. Ich nehme die Treppe, Aufzug ist mir zu unsicher. Aber ich war mir nicht sicher, ob es am Licht liegt. Sorry. Ich kann auch gleich nochmal runtergehen und den Aufzug nehmen. Was hältst du davon? Der explodiert dann bestimmt. Nein, eben, wenn man das Licht anders hat, dann sieht es so aus, als hätte sie die Nägel nicht lackiert. Jetzt gerade kann ich das zwar nicht wirklich imitieren, aber ist halt so. Und von daher war ich mir da jetzt nicht ganz sicher. Aber offenbar ist sie tatsächlich eine Frau. Und sie ist nicht nur eine Frau, sondern sie ist eine Charakterin, die es in Portal 2 eigentlich hätte sowieso geben sollen. Mel. Melanie wahrscheinlich, wie gesagt. Und, sie wurde dann aber ersetzt, sie sollte eigentlich der Zweispieler-Korrespondent zu Chell sein, wenn ich das richtig gelesen habe, aber sie wurde dann durch Atlas und Peabody, also die Charaktere, ersetzt, die es jetzt tatsächlich im Koop-Modus gibt. Gehen wir runter. Rauf. Geht's. So, bist jetzt zufrieden? Ich habe den Aufzug genommen, aber ich finde Treppe eigentlich sicherer. Ja, toll. Das hat jetzt nicht so viel geändert, aber gut. Haben wir das mal gemacht. Dann können wir hier runter. Über diese komischen Steine zu laufen, das ist mir ein bisschen unbehaglich. Ich mag eigentlich, dass normalerweise in Portal-Tests kann man immer alles sehr eindeutig ist, wo man drauf laufen kann, wie die Hitbox ist in dem Sinne und so weiter. Also rechtwinklig in dem Sinne eigentlich. Und da mag ich diese pseudo-runden Steinkanten nicht, weil ich nie weiß, kann ich jetzt zum Beispiel hier noch stehen oder falle ich runter? Solche Dinge finde ich schwierig. So, welcome to Aperture Science, ja was auch immer. So, dann muss ich hier durch den Tunnel. Nee. Aber, ah, es brennt doch nicht. Okay. Bin zufrieden. Main Office? Main Lift. Main Lift geht nicht. Also wohl Main Office. Danger. Danger. High Voltage. Was ist jetzt los? Ah, ich kann hier durch. Schön. Oh. Hallo, hallo, hallo? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwer? Nix? Na gut. Da ist wieder Cave Johnson, der geile Stier. Ah ja, ich soll ja ins Kontrollzentrum. You gotta get out of there. The room's filling with smoke. Warte mal, werde ich hier angezündet, wenn ich da reingehe? Ja, okay. War eigentlich klar, aber man muss es mal ausprobieren. In Videospielen geht das ja. Es brennt. Da unten brennt mir gleich alles weg. Beeil dich schon mal. Wie soll's denn da kommen? Also Spaß, die Sprüchen. So. Ach nein, jetzt bin ich wieder hier. Ah ja gut, nee, ist gar nicht so lange her gewesen. Wenn wir ehrlich sind. Vor allem können wir jetzt hier einfach durchrallen. Weil wir das jetzt schon alles kennen.
You gotta get out of there. The room's filling with smoke. Kann ich es jetzt hier anzünden? Nö. Okay, gehen wir in den Kontrollraum. At least you won't suffocate in this room. But you still need to find a way to get to the transition seal. Is there anything you can use to put out the fire or something? Bestimmt. Whoa, no, don't do that. You won't bring the place down in your head. Sorry, aber ich dachte, das würde was bringen. Gibt's sonst hier gar nichts? Ich hätte echt gedacht, dass das was bringt, weil jetzt ist hier ja sonst gar nichts. Nochmal zurück. Also ich habe Feuer gefunden und wo finde ich jetzt Wasser? Ach so, vielleicht wurde durch diesen Einsturz, den ich gerade verursacht habe, irgendwo anders was gerallt. Zum Beispiel hier, das sieht doch ganz gut aus. So. I can't believe that worked. Oh, oh, right, get going. Before something else happens. Schau mal hier, das finde ich mal eine sehr nette Idee. Das finde ich wirklich gut. Bis jetzt war es ja immer nur mit den Soßen und so. Es gab zwar auch mal Wasser, um Sachen zu säubern, wie Würfel, die halt irgendwie rumspringen, verrückt. Aber dass man Feuer löscht, das war neu. Auch finde ich eine gute Idee. Passt irgendwie rein in dieses Konzept davon, dass Aperture Science auseinanderbricht. Und ja, alles kaputt geht. Ihr versteht, was ich meine. Wow! If you'd been there a few seconds earlier, you'd have been incinerated. Thank the maker you were, though. I need the muscle. Yeah, yeah. Was, das sieht ungesund aus. Remember, alert your supervisor if you see OSHA Inspector, Depth of Energy, also eigentlich alles, was irgendwie politisch wichtig wäre. Solche Kontrollen halt. Naja. Hier lang? Ey, guck mal, ich kann hier sogar lang. Dann ist wahrscheinlich die Tür da vorne einfach zu, oder? Ja, okay. Dann muss ich da sogar lang. Ist nicht optional. Das ist so ein bisschen schade. Es gab jetzt noch nicht wirklich Secrets. Ich habe zwar schon ein paar Achievements gekriegt, aber ich nehme an, dass die, zum Beispiel dieser Skade, das wirkte auf mich so, als wäre das einfach notwendig. Guck mal, Holzkiste, die nicht brennt. Geil. Also, als hätte man da gar nicht anders können. Ist hier unten eine Portalfläche irgendwie oder sowas? Das sehe ich zumindest nicht. Diese ganzen Holzkisten können wir theoretisch alle mitnehmen, aber was wollen wir damit? Ich will damit nichts, ihr Lieben. Und gehen wir einfach mal weiter. Hier geht's lang. Und Trepp ab. Bestimmt knallt's jetzt gleich wieder. Das sag ich doch. Hier ist nichts, also geht's hier weiter. Seht ihr, so viel Erkundungsspielraum wie ganz am Anfang ist auch gar nicht mehr gegeben. Also, falls ihr euch geärgert habt, dass ich so ewig lange jede Ecke erkunde, hier ist nicht mehr so viel, wo man das erkennen kann. When the pump station blew, the floodgates opened up wide. Toxic goose rising fast. The sensors maxed out ages ago. Warning lights, woo, going crazy all around. This just got a lot more serious. Ja, ja. Kein Problem. Könnt ihr mit mir ja machen, ne? Hier lang sollen wir nicht. Steht da ja dick geschrieben. Da lang und was soll das? Sollen wir nochmal Feuer löschen hier? Nö, habe ich eigentlich kein großes Interesse dran. Ich bin doch nicht euer Feuerwehrmensch. Die Frage ist nur, was sollen wir sonst machen, ne? Da kommen wir. Ach so, sollen wir jetzt Kisten stapeln? Yay! Weißt du, ich habe zwar Half-Life bis heute nicht gespielt, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Element ist, das aus Half-Life übernommen wurde. Also ich habe Half-Life 1 ein bisschen gespielt. Aber nicht viel, weil ich Half-Life irgendwie doof finde. Sorry. Aber es ging mir zu schnell auf den Nerv. Half-Life 2 sollte ich aber vielleicht mal ausprobieren. Jetzt wird. Aber der Anfang soll ja auch so ähnlich wie Half-Life gewesen sein, hatte Mulibert geschrieben. Und tatsächlich habe ich das auch jetzt im Nachhinein festgestellt. Ich habe nämlich, wie gesagt, Half-Life 1 danach mal angefangen. Und tatsächlich war der Anfang von Portal Stories Mel so ein bisschen Half-Life-artig, wenn man so will. So, hier geht's weiter. Alright, you're at Quality Control Center 95D. Only a bit further and you'll be at the hatch up to me. Hurry. I'll try to slow the goo down a bit. Bestes Bild für so ein Aperture Science Zeug. Finde ich sehr, sehr adäquat. Okay, hier gibt es einen Knopf, aber den würde ich jetzt nicht auf gut Glück einfach drücken wollen. Erstmal gucken wir, was es noch so gibt. Wahrscheinlich geht es jetzt hier nirgendwo. Ja, doch, hier geht's weiter. Oh, great. Another blocked corridor. Ich drücke den Knopf. Nachher komme ich hier nicht mehr zurück und das ist irgendein Gimmick. Oder es ist einfach gar nichts. Es gibt einen Würfel. Seht ihr?
Den brauche ich doch bestimmt. Ach, eigentlich finde ich es doch ganz cool. Ich habe mich zwar noch vor zwei Parts oder so darüber beschwert, dass ich diese Szenen, in denen man nur abhaut und nicht wirklich diese Testkammern löst, ein bisschen doof finde. The door won't open from this side. Maybe there's some other way around or something. Ah, Mann, ihr habt es ja auch nichts hingekriegt. Ihr habt nichts geschissen bekommen in diesem Labor, oder? Aber eigentlich finde ich das gerade doch ganz spaßig. Muss ich sagen, finde ich gut. Haben sie gut gemacht. Am Anfang fand ich das doof, aber jetzt gerade finde ich es geil. So, wo komme ich denn noch lang mit diesem Würfelding? Darauf? Nee. Oder ist da oben irgendwie eine Portalfläche? Da spritzt auf jeden Fall irgendwas raus, was bestimmt nicht gesund ist. Oder ist das einfach nur Wasser jetzt, weil es brennt? Kann ich da hinten eine Portalfläche entdecken mit dem Würfel? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Würfel hier einfach nur zum auf einen Schalter legen benutzt werden soll, sondern dass der halt irgendwie tatsächlich ein so ein Sprungobjekt ist, wie vorher die Holzkisten. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Vor allen Dingen sehe ich gerade überhaupt nicht, was die von mir wollen. Hier könnte ich einen neuen Würfel bekommen. Ja, schön. Hier drinnen ist nichts außer dem Feuer. Na gut. Kann ich nicht mal Feueralarm machen oder sowas, dass die Löscharbeiten beginnen? Wäre das nicht mal eine Maßnahme? Nö. Löscharbeiten gibt's nicht, denn dieser Teil ist von Aperture Science natürlich nur noch geringfügig mit Interesse versehen. Wo muss ich denn jetzt lang? Darauf? Ist da oben irgendwie eine Portalfläche oder sowas? Alles nicht. Ja, warte mal, hier ist ein Knopf. Guck mal, ein Erstaunen. Dann kann ich da bestimmt drauf. Versuchen wir das mal. Mit Würfel bitte. Wo ist der Würfel? Hä? Ach, scheiße. Das habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Na, vielleicht kommen. Sollte ich mir nochmal einen neuen Würfel holen, vielleicht? Wäre eine Maßnahme, oder? Ehe der hier noch wie so ein bekloppter Affe rumspringt. Das wollen wir ja nicht, seien wir doch mal ehrlich. Würfel, wo bist du? Komm noch mal her, komm doch noch mal zurück. Nein, nicht da lang. Noch mal rauf. Das Problem ist, dass der hier immer anfängt zu hopsen, ne? Haha. So. Nein. So, Mel, why don't you take your time? Look around here. I'll try to slow the rising goo down a little bit harder, I guess. Just don't take all day. Ja, ich gebe mir Mühe. Great job, Mel. You're on the other side of that door now. Yes, very good. Also kann ich mir einen neuen Würfel einfach holen. Das heißt, dieser Rumhüpfel-Würfel stört mich jetzt erstmal nicht. Und den brauche ich jetzt wahrscheinlich auch, um da hochzuklettern, weil hier ist keine Portalfläche, um eine Sprung-Szene zu nutzen. Hatte ich doch recht. Also man braucht den Würfel nicht, um einen Knopf zu drücken, sondern man braucht den Würfel, um irgendwo hochzuklettern. Das passt sehr gut in das Konzept an dieser Stelle und von daher würde ich sagen, das war vorhersehbar, aber ist halt auch gut. Und jetzt habe ich bestimmt mich geirrt und jetzt lachen mich alle aus. Ja. Das wird sein. Nein, das wird es nicht sein. Es sieht aus, als könnte ich hier rauf. Mit Hilfe des Würfels. Ja, vielleicht muss ich noch ein Stück weiter vorne dranlegen. Hallo? Hallo? Ja? Ha? Nö. Och, kacke. Okay, Scully hat keinen Plan. Geht's hier rauf? Ja. Und rein da. Das ist auch. Das ist. So eine Szene gab es in Half-Life 1 auch, wo man durch Lüftungsschächte kribbelt. Bis dahin habe ich es noch gespielt, aber nicht mehr viel weiter. So, jetzt bin ich hier. Virgil, was mache ich hier? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Schlalsch? The doors are locked? Back in the day, the wiring was a bit strange sometimes. Try turning some machinery on. See if that also unlocks the doors. Welche Tür denn? Die hier? Dad! Oder die hier, die ist nämlich auch zu.
Da ist eine Maschine, aber ich habe jetzt eigentlich Angst, einfach den Hebel zu ziehen. Da ist auch eine Wendeltreppe, die nach unten führt. Vielleicht ist da noch eine Maschine, die den Hebel zieht. Und der erste bringt mich um, der zweite lässt mich leben. Das kennt man doch von Valve. Ist hier noch ein Hebel? Ne, hier ist nur noch ein Arbeitsplatz mit einem umgedrehten Stuhl und kaputten Kaffeetassen. Hm. Future Self, Your Father, Past Self, Hitler. Was? Frage ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber es ist Hitler dabei. Hm. Okay, also muss ich wohl den Hebel da oben ziehen. Um eine dieser Türen zu öffnen. Danger. Danger. High Voltage. Wo war der Hebel jetzt? Hier. Wow. That actually worked. I mean, great. Die Tür geht auf. Geht noch eine andere Tür auf? Die hier geht wahrscheinlich trotzdem nicht auf, oder? Und die jetzt da unten, geht die jetzt auch auf? Das will ich jetzt noch wissen, bevor ich den Part beende, denn es ist für heute auch mal wieder soweit, ihr Rallys. Beim nächsten Mal versuchen wir diese Flucht hier ein bisschen fortzusetzen. Das wird bestimmt weiterhin nicht funktionieren. Ich kenne das Spiel doch. Geht's hier lang? Ja, hier geht's auch lang. Also eine der beiden Türen muss richtig sein. Welche? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Ich würde mich jetzt noch freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar oder eine positive Bewertung da lasst, denn es war mal wieder ein unterhaltsamer Part, vielleicht. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Ja, und morgen sehen wir uns wieder in Portal Stories Mail. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin. Euer Scully, der Rallye.